Runde. Zunächst erstmal mit etwas Trabarbeit und später auch im Galopp. Hierbei würde ich jetzt im Sitz darauf achten, dass Sie im Bergauftraben sich gern ein bisschen in die Bewegung mit dem Oberkörper neigt, gern ein bisschen nach vorne, sodass das Pony dann auch etwas freier raustraben kann. Den Hals gerne etwas länger nach vorne rausträgt. Beim Bergabreiten dann darf die Reiterin sich dann etwas mehr aufrichten, dass sie mit dem Unterschenkel am Gurt auch beim Bergabreiten weiter treibt. Und dann werden wir sehen, dass auch das Pony sich aufrichtet, die gleiche Situation annehmen wird, die Last mehr auf die Hinterbeine nimmt, sich hinten mehr tragen wird, dass wir vorne zum Loslassen kommen, auch beim Bergabreiten. Das ist natürlich ganz wichtig, nicht, dass es sich auf die Hand legt, sondern wir müssen loslassen, das Pony kommt in Selbsthaltung, wird sich selbst tragen. Und wichtig ist dann eben, dass wir vom Oberkörper auch aufgerichtet bleiben, sodass das Pony dann unter uns sich selbst den Berg hinabträgt und nicht nach vorne stirbt. Und dann wirst du langsamer im Aufstehen hinsetzen, bis das Pony Schritt geht. Und du kannst trotzdem weiter aufstehen hinsetzen, dass das Pony auf deinen Sitz hört und du ihn mit dem Unterschenkel auffordern kannst, wenn er nachlässig wird, aber dann auch wieder selbstständig weiter treten lässt, wenn du nicht treibst. Nicht, dass du jeden Trabtritt oder Schritt rausreibst und auch nicht mit dem Sitz zu schwer einwirkst, sondern indem du leichter sitzt, nimm die Bewegung mehr vor. Ja? Und dann kommst du zum Halten und sobald er sich eben ranstellt, da treibst du auch weiter und gleich wieder anreiten.
dass er gar nicht zum Halten kommt und sich ausruht, sondern energisch wieder antritt. Ja? Das ist das Wichtige, dass wir hinten den Motor in Gange haben. Und nochmal durch jetzt zum Halten. Dann macht diese Bewegung, ja? Sondern an ihm dranbleiben. Und für ihn bedeutet Halten immer ausruhen. Halten ist das Schwierigste, was geht. Das ist eine Kraftfrage, ja? Mit der Wade dranbleiben, im Sitz, das Pferd in der Position behalten. Reit mal einen Zirkel und stell dich dann nochmal wieder hin. Und dann bleibst du an ihm dran. Und gerade sitzen, senkrecht sitzen, Schulterblätter zusammen, Kreuz anspannen. Der Schenkel behält ihn. Das Hinterbein dran. So, und dann stellt er sich jetzt an die, so, sehr gut, an die Hilfe. Das ist, ja, und wieder anreiten. Sehr schön. Und noch einmal wieder den Übergang zum Halten. Und rantreten lassen und weiter rein. Sehr schön, mal loben. Richtig abklopfen. Wunderbar. Äußere Zügel. Und bergauf lässt sich jetzt ein bisschen freier raus. Zügel nachpassen, Oberkörper nach vorne. Oberkörper parallel zum Hals. So, und durchtreiben. Und jetzt richtest du dich wieder auf, inneren Schenkel an Bord, äußere Zügel, dass er lernt, beim Bergabgaloppieren die Last aufzunehmen. Sehr gut. Jetzt parallel zum Hals, nicht mehr nach vorne neigen. Und jetzt die äußere Schulter zurück, die innere Hüfte vor, äußere Zügel dran. Und der innere Schenkel treibt weiter. Sehr gut, sehr gut. Jetzt seht ihr das, wieder abbrennen. Ne? Ganz klasse. Super gut. Oberkörper nach vorne, wir die Flügel stellen, nicht klappen im Gesäß und nach vorne, rein vorwärts, rein vorwärts, mehr, mehr, noch mehr und wieder aufrichten. Ja, jetzt fängt er an abzubremsen. Gut, und wieder nach vorne rein, etwas in die Flügel stellen, bisschen wie ein Jockey, wie ein Galopp-Jockey rein. Und vorwärts, vorwärts, Hand runter, Hand vor, Hand vor. Und wenn du dich aufrichtest, den äußeren Zügel was rannimmst, dann heißt das Vorbereitung, da kommt was. Bergab galoppieren, später kommt ein Hindernis. Das wird auf diese Art und Weise vorbereitet. Ja? Das heißt, innere Hüfte nach vorne, innere Schenkel am Gurt, äußere Schulter etwas zurück. Dadurch bringst du das innere Hinterbein drunter. Und da kann er hier die Last mit aufnehmen, sich abbremsen. Oder eben, wenn ein Hindernis später folgt, je nach Art, bereitest du ihn auf diese Art und Weise vor und wirst immer ein Pferd haben, das vor dir ist.